Hey und herzlich willkommen bei The Nosy Rosie. Mein Name ist Mia, ich moderiere den Mittwoch und ich bin urlaubsreif. Wo wir auch schon beim Thema wären: Urlaubsziele für Homosexuelle. Ich habe mir da jetzt einfach mal zwei Städte ausgesucht. Ja, die erste Stadt wäre Bern in der Schweiz. Einfach, ja, fragt euch jetzt sicher, wer macht schon Urlaub in der Schweiz, in Bern? Ich. Weil eine Freundin von mir wohnt dort und das ist eigentlich immer so eine schöne Sache, so irgendwie sie zu besuchen und dann, ja, dort ein bisschen die Gegend zu erkunden und Urlaub zu machen. Genau, also die Stadt hat erstmal rund 125.000 Einwohner und die Szene dort ist eigentlich echt überschaubar. Aber so irgendwie alle Hotels, Restaurants, Bars und Clubs, die sind alles so gay-freundlich irgendwie. Das ist so, weiß ich nicht, das hat mich total echt überrascht. Egal, ob da jetzt ein schwules Pärchen reinläuft, ein lesbisches Pärchen. Die sind so verdammt nett und das nimmst du denen halt auch wirklich ab, dass die das halt echt ernst meinen. Und das hat mich echt sehr überrascht und auch, ich war total, wow, cool. Genau. Lesbisch ausgehen kann man in der Bar und Disco Welle. Das ist dort ein Schuppen. Dann gibt es in der Stadt ein Café, das Café Adrianus, das ist auch so ein Szene-Café. Das ist auch ganz gemütlich und alles. Genau, was gibt es dann noch? Dann gibt es so ein, also das nennt sich Frauenraum. Das ist halt von Frauen, also wird von Frauen geführt für Frauen. Und da gibt es dann teilweise gemischte oder rein lesbische Events, wie zum Beispiel die Pop-Shop. Genau. Dann gibt es noch den Verein Frauen Beiz Bern. Die veranstalten so zum Beispiel Frauen kochen für Frauen. Was ich auch eigentlich ganz cool finde, so einfach sich irgendwie zu treffen und dann so zu kochen und voll gut. Genau, dann was ich auch noch total cool finde, da gibt es einen Chor. Wie hieß der? Sweet. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber das ist so, das ist ein rein weiblicher Chor. Und da singen echt Hetero-Frauen und Homo-Frauen zusammen in einem Chor. Und das klappt dort super. Und da hat irgendwie gar keine irgendwie Probleme oder so Vorurteile. Und es ist richtig, richtig cool. Und dazu halt echt einfach noch die Altstadt von Bern, die einfach echt wunderschön ist. Und das ist eben so schön. Das hat so, es gibt ganz viele kleine Läden. Also da kann man auch super shoppen. Und das ist halt nicht so irgendwie so eine große Einkaufskette, sondern echt noch so kleine Läden. Und das ist voll schnucklig irgendwie. Also ich mag Bern. Da könnte ich mir echt vorstellen, auch hinzuziehen so. Bern ist schön. War schon mal einer von euch in Bern? Fragezeichen. Genau. Das war es eigentlich so zu Bern, was es gibt. Natürlich dann die Landschaft und alles. Dann habe ich noch Oslo in Norwegen. Ja, die Stadt. Also, ich weiß nicht, Norwegen so finde ich echt cool. Allein die Natur dort oben, die ist einfach echt atemberaubend, also wow. Dann die Stadt ist auch echt so, weiß nicht. Kann ich nicht beschreiben, aber es ist halt echt schön dort. Es ist auch alles so anders. Genau. Cooles Nachtleben, also dort geht es echt ab. Shoppen, Kulturprogramme, alles. Und in
Dort in den Ländern ist es so, die Leute gehen schon viel feiern, aber nicht so viel wie wir zum Beispiel, also in Deutschland. Und also das hatte ich einmal, da war ich weg mit ein paar norwegischen Freunden und die haben sich alle total rausgeputzt. Und das habe ich halt auch nicht verstanden, so warum. Und dann habe ich da aber auch nicht so direkt nachgefragt erstmal. Und dann hatten wir so ein Ding in der Disco, dass da dann halt ein paar waren, die dann halt auch meinten, schau dir die mal an, die laufen wie Schlampen rum. Und die haben das natürlich verstanden. Also es waren Ausländer, die das, also für die Ausländer, ich glaube, es waren Deutsche oder so, Österreicher, keine Ahnung, die das meinten. Und natürlich haben die Freunde, die mit mir unterwegs waren, das verstanden und meinten dann so, nein, das ist bei uns einfach anders, weil dort weggehen ist halt echt teuer oder teurer als bei uns und deswegen gehen die seltener weg und wenn die mal weggehen, dann putzen die sich halt echt raus und ja, das ist halt auch echt speziell dort wegzugehen. Genau, so ein paar Bars und also ein Bars wäre zum Beispiel Bob's Pub. Der ist total auch so gay-freundlich, also richtig cool beim Bob. Dann gibt es den London Pub. Das ist die beliebteste Gay-Bar in ganz Oslo. Ist wirklich so, also. Ich glaube, wenn man dort als erstes fragt, hey, wo kann man hier irgendwie so szenemäßig weggehen? London Pub. Erste Antwort. Und den Pub, also London Pub, gibt es irgendwie seit den 70er Jahren. Ist halt echt angesagt. Also das ist echt, da der Laden läuft, der ist Nummer 1 dort. Und dann gibt es noch so. Die Bar heißt so, SO. Genau, das ist eine Bar für Lesben. Meine Kamera stürzt ab. So. Ist eine Bar für Lesben. Klar, Schwule und so sind auch gern gesehen, aber es ist eigentlich eine Bar mehr für Lesben. Die Bar gibt es seit 2009 und ist eigentlich dort die neueste Bar so in der Szene. Genau, zum So kann ich nicht so viel sagen, nur dass ich weiß, dass das Alter 20 Jahre betrifft. Also man muss 20 sein, um in die Bar zu können. Ja, da ist es auch ein bisschen anders. Also das ist nicht 18 wie bei uns, sondern eben 20. Genau. Und was mich interessiert, das ist jetzt eine Frage an euch. Könnt ihr euch noch an früher erinnern, so diese Ferienlager? Und da gibt es doch auch so eine Art Ferienlager für Schwule und Lesben. Frage an euch, war schon mal jemand in so einem Camp? Wenn ja, auf was muss ich mich einstellen? Also, ich würde absolut gern mal in so ein Camp fahren. Wenn jemand Lust hat, meldet euch, ich bin dabei. Also, ich war als Kind, oder besser gesagt, ja, Kind war man da eigentlich, jugendlich, so Jugend, bla. War ich ganz viel in so Ferienlager, halt irgendwie immer mit einer Freundin, ja, Freundin, also eine Freundin mit und dann waren wir da immer und ich fand es halt immer so sau cool, in Zelten zu schlafen, in Holzhütten zu schlafen, Lagerfeuer, See, alles, also, oder, ja, oder einfach irgendwie so eine. Wo war ich jetzt? Ach ja, genau. Also ich war mal in Frankreich und da sind wir Kanu gefahren. Wir waren knapp eine Woche unterwegs nur mit dem Kanu und sind dort rumgeschippert. Also und sowas wäre mal richtig, also das würde mich mal richtig interessieren. Kennt ihr euch damit aus? Wisst ihr, wo es sowas gibt? Also ich weiß, in Österreich bietet, also gibt's da was? Gibt's da auch was in Deutschland? Weiß das von euch jemand?
Wenn ja, bitte unten in die Kommentarbox. Und was habt ihr schon mal, wart ihr schon mal in irgendeinem Land oder in der Stadt oder wie auch immer, wo ihr szenemäßig weg wart? Weil das finde ich eben auch immer ganz interessant, so dass irgendwie in jedem Land doch die Szene anders ist, wie auch irgendwie die Kultur, ja. Und das finde ich dann eben auch ganz interessant, das irgendwie mal zu sehen und das so zu erleben. Wart ihr schon in anderen Ländern in so Szene-Bars oder Clubs oder was gibt's noch? Keine Ahnung. Schreibt mir, wenn ihr ein cooles Urlaubsziel habt, schreibt mir das auch. Ich bin für alles offen. Genau. Also, das würde mich mehr interessieren. Genau, dann höre ich jetzt auf hier, weil ich muss noch einiges tun und ich bin urlaubsreif und ich habe keine Lust mehr. Genau. Also keine Lust mehr zu arbeiten. Auf das Video eigentlich schon, aber ich muss arbeiten. Genau. Sorry für das komische Hin und Her und was weiß ich. Ich bin irgendwie, wie ihr seht, ich habe Augenringe und bei mir läuft gerade alles drunter und drüber. Ich bin jetzt seit, mein wie viele Tag? Seit 19 Tagen am Stück am Arbeiten, teilweise Doppelschichten. Ja, es zerrt gerade einfach mit an den Nerven und tut mir leid, wenn das Video jetzt nicht so super war und alles. Aber ich bin auch nur ein Mensch und irgendwann ist meine Batterie auch auf 10%, 20. Blumenkette. Genau. Naja, egal. Ich wünsche euch eine schöne Woche noch, schönes Wochenende. Genießt das Wochenende. Oh, meine Stimme. Ja, und wir sehen uns dann nächste Woche wieder zu dem Thema. Keine Ahnung. Zu irgendeinem Thema. Ich werde es euch sicher verraten, wenn es soweit ist. Genau. Haut rein, haltet die Ohren steif. Immer locker durch ihr Unterhose arbeiten, atmen. Ach, scheiße. Verkackt. Egal. Viel Spaß euch. Bis dann. Die Mia. Ciao.